Herzlich willkommen bei Live aus dem Theos. Es ist ja in diesen Zeiten alles ungewöhnlich. Wir als Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven danken der Landesbühne, dass wir hier sein können. Wir feiern Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid, wo auch immer ihr seid. Meine Nachbarin arbeitet als Aushilfe in einem Supermarkt. Sie sagt, zum ersten Mal sprechen mich Kunden an, zum ersten Mal sehen sie mich. Und das fühlt sich auch gut an. Zum ersten Mal seit zig Jahren feiern wir in unseren Kirchen sonntags keine Gottesdienste, kommen nicht zusammen als Gemeinde, um zu beten und zu singen, sondern wir tun das alleine, zu zweit, zu Hause, in unseren Wohnungen, in unseren Häusern. Und mancher fragt sich, siehst du mich trotzdem, Gott? Ja, er sieht uns. Er ist da, jetzt bei uns. Und in seinem Namen feiern wir, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Psalm 69, ganz, ganz alte Worte, vor vielen Jahren zusammengeschrieben von Menschen, zusammengetragen, ihre Gefühle, ihre Not, ihre Sehnsucht. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Und meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Und errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Höre mich, Gott, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn mir ist Angst. Höre mich schnell. Nahe dich meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Wir beten. Gott, alles ist anders in diesen Tagen und Wochen. Ich mache mir Sorgen um so viele Menschen, um die Zukunft dieser Welt. All das lege ich dir ans Herz. Du bist da. Und ich weiß, ich bin verbunden mit dir und mit anderen, die zu dir beten, genau jetzt.
Höre Gott auf unser Gebet. Amen. Die Lesung aus dem Evangelium steht beim Evangelisten Johannes für den heutigen Palmsonntag und sie erzählt davon, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Und er kommt auf einem Esel. Am nächsten Tag hörten viele Menschen, die sich zum Passafest in der Stadt aufhielten: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen und sie riefen: Hosanna, stimmt ein in unser Loblied auf den, der da kommt, im Namen des Herrn. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, genauso wie es in der Heiligen Schrift steht. Dort steht: Fürchte dich nicht. Schau hin, dein König kommt und er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht, aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, erinnerten sie sich daran. Und da wurde ihnen klar, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog. Denn genauso hatten ihn die Menschen in der heiligen Stadt empfangen. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt, der uns mit seiner Liebe in seinen Händen hält. Er schuf aus nichts das Leben, den Mensch als Frau und Mann, die Krone seiner Schöpfung. Ich glaube daran. Ich glaube an Jesus Christus, der auf die Erde kam, der Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm, ist am Kreuz gestorben, doch brach er neue Bahn, denn er ist auferstanden. Ich glaube daran. Im Herzen spürt, der überall zugegen uns Gottes Wege führt, er wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an, in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran. Jesus zieht in Jerusalem ein. Der ganz große Bahnhof wird ihm bereitet. Menschen, Massen sind da. Sie warten schon lange auf den, den Gott angekündigt hat. Ihr Leben soll heil werden. Palmzweige, Applaus, Jubel, Hosianna rufen sie. Hilf doch, heißt das, oder rette. Und Jesus kommt, der Retter, der Messias, der König. Endlich wird alles anders, alles neu werden. Und Jesus, habe ich mich gefragt, weiß er, wie das Ganze enden wird? Hat er Angst, wie so viele Angst haben? Und die Jünger, sind sie besorgt, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt? Oder weil sie ahnen, dass ihr Leben voller Freude und Hoffnung mit Jesus nicht ewig dauern wird? Das Coronavirus zieht mit Macht um die Welt. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass unser Leben so plötzlich ein ganz anderes sein wird. So viele Sorgen, Gott. So viele Sorgen. Die Frau im Altenheim, die keinen Besuch mehr von ihren Kindern bekommen kann. Der Mann im Krankenhaus, der ganz allein stirbt. Die Frau, deren Arbeitsplatz einfach weg ist.
wovon soll ich jetzt leben? Das Klinikpersonal, die Kranken und Alten, Pfleger und Pflegerinnen, Ärzte, sie alle müssen so viel mehr leisten als sonst und haben doch selbst Angst um sich und um ihre Familie. Und all die Menschen, die überall auf der Welt festsitzen, in Flüchtlingslagern, in Kriegsgebieten, in Hungersnöten. Sie sieht plötzlich niemand mehr. Hosianna möchte ich rufen. Hilf doch, Herr. Wo endet das alles? Und vor allen Dingen, wann? Und wie wird die Welt danach aussehen? Jesus kommt nach Jerusalem. Und er ist ein ganz anderer, als die Menschen sich das vorgestellt haben. All der Jubel, all der Applaus werden ihm nicht helfen. Er leidet, er hat Angst, er ist verzweifelt und er wird am Kreuz sterben. Er kommt, er, der die Verzweifelten und Traurigen trösten möchte, der sie halten möchte, wenn sie Angst haben, wie er es selber erlebt hat. Er kommt, trotz aller Angst, die er hat. Er kommt nach Jerusalem und er kommt zu uns. So als wolle er sagen, schaut auf das, was kommen wird. Träumt von dem Leben, das kommt. Schaut auf das Kreuz und spürt eure Angst, ja. Aber schaut auch auf Ostern, dieses Fest, das wie kein zweites davon erzählt, dass neues Leben möglich ist. Ich träume davon. Ich träume davon, dass wir uns wiedersehen werden. Alle, die uns jetzt fehlen, die doch zu unserem Leben dazugehören. Auch alle, mit denen wir es schwer haben. Ich träume davon, dass wir uns sehen, dass wir uns neu ansehen. Mit einem Blick, den wir gerade jetzt neu lernen, auf dem Weg zum Kreuz, in diesen schweren Zeiten. Wir werden uns sehen. Der Weg ist weit, aber wir werden uns sehen und neu ansehen. Amen. Sei still, mein Herz, sei still und vertraue. Monster zählt und sie für dich verteilt, der dich auf die Schulter nimmt, wenn es nicht weitergeht, wenn dich die Kraft verlässt, auf dem letzten Stück tritt. Sei still, mein Herz, sei still und vertraue. Thank you.
Wir beten. Gott, bei dir sind wir, mit unseren Herzen und unserer Sehnsucht und unserem Gebet. Wir beten für die Kranken, für die, die einsam sterben, für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. Komm du zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. Wir beten für die Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, in Feuerwachen und Apotheken, in Kitas und Supermärkten. Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. Wir beten für die Menschen, die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, die Hungernden, die Einsamen. Komm zu ihnen und rette sie. Gott, wir sind ja deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden und beten zu dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Singen für euch noch ein Segenslied zum Schluss, bis wir uns mal wiedersehen. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanfte Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Führe die Straße, die du zu deinem Ziel danach. Ab wenn es kühl wird, warme Gedanken und der Wind und den dunklen Nacht. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Gott dich fest in seiner Hand. Wir beide wünschen euch von Herzen alles, alles Gute. Bleibt soweit gesund und dürfen einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier vorne auf diesem Kanal. Gründonnerstag um 18 Uhr am Karfreitag. Karfreitag um 11 Uhr. Ostersonntag feiern wir ein ganz anderes Osterfest dieses Jahr, aber wir feiern es, digital verbunden zumindest, auch um 11 Uhr. Und Ostermontag sind wir um 11 Uhr auch wieder hier. Der Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven.
Dankeschön an die Landesbühne. Euch alles Gute. Bleibt behütet und gesegnet.